Mit den Smartphones für den heutzutage viele Möglichkeiten, allerdings können doch ganz viele Risiken und finanzielle Konsequenzen, die daraus können, entstehen. Zum Beispiel Premium-SMS. Premium-SMS sind Services, die kosten und die über Premium-SMS mehr Dauer zu einem höheren Tarif fakturiert gehen. Das heißt, der Konsument geht meistens auf Internet für Spiele oder für Applikationen oder für Services, Informationen über Hotlinen umhält, wo dann die Service über ein Premium-SMS geschickt kriegt, der dann eben zu einem höheren Tarif wie einen normalen SMS verraschen wird. Oft kommt es vor, dass der Benutzer auch ein Abonnement aufgeschlossen wird, für so Services zu benutzen, ohne dass er davon Bescheid weiß, wo man dann regelmäßig kontinu geschickt kriegt für den Service und auch Premium-SMS, die dann teuer sind und die dann regelmäßig verraschen kriegt. Wenn der Benutzer die Premium-SMS, die dann auf der Rechnung nur gesagt nicht mehr will, kann er bei seinem Telefonsoperateur aufrufen, für das die blockiert gehen. Oder selber beim Funisse, wo er die Service bestellt wird, ein SMS schreiben mit dem Wort Stopp, dann hat der Fournisseur die Obligation, die Service zu stoppen. Wenn der Benutzer nach mehr Pech wird, dann an sein Handy geklaut kriegt, kann es sein, dass er an die Hand von einer kriminellen Band fällt, wo die Person, die den Handy geklaut wird, ob eine Dauer-Hotline anruft, meistens auch nach dem Ausland, wo die einerseits Komplizen von ihm sitzen und die Suchen dann akkassieren. Solange der Benutzer den Handy nicht bei seinem Operateur sperren lässt, laufen die Kosten auf seine Rechnung und er muss dafür abkommen. Wenn ihr Fragen habt oder konkret Probleme habt mit eurem Telefonsoperateur, könnt ihr gerne bei uns eine Mediation aufrufen. Das können Probleme sein über die Rechnungen oder über die Services, mit denen ihr nicht zufrieden seid. Das ist wichtig, am Vorfeld eine schriftliche Reklamation gemacht, sowohl beim Operateur, wo der versucht, mit ihm gemeinsam eine Lösung zu finden. Von dat, wenn ihr dabei rauskommt, könnt ihr bei uns dann eine Mediation aufrufen, wo wir dann gemeinsam probieren, eine Lösung vom Problem zu finden. Was wichtig ist zu wissen, ist, dass es eine freiwillige Prozedur ist. Das heißt, euren Operateur ist nicht gezwungen, mitzumachen. Und sowohl wie dir auch, könnt ihr zu einem Moment so, ich will nicht mehr und ich halte ab, ich sprang aus der Mediation raus. Dann ist es ein Echeck und dann kann ich nicht mehr machen. Wichtig ist zu wissen, dass Flatrate-Abonnemente Premium-SMS nicht aufdecken. Dafür ist es ganz wichtig, Rechnungen regelmäßig zu kontrollieren, für dass irreguläre Kosten direkt abfallen.